Hallo Leute, danke wieder fürs Einschalten. Wir machen jetzt da weiter, wo wir aufgehört hatten. Wir hatten zuletzt ein sehr süßes Lama gefunden. Das mussten wir jetzt verstecken vor den Korps. Und jetzt schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Viel Spaß beim Zuschauen. Galaxie. Was? Nein! Rocket! Groot hat den Papierkram übernommen, aber ich habe einen Nachtrag hinzugefügt. Nicht die bekanntesten Miethelden, aber definitiv in den Top 5 der großartigsten Namen. Aktive Mitglieder. Groot, ein Flora-Koloss, der letzte seiner Art, furchtlos im Feuergefecht und bester Freund. Rocket, echtes Supergenie und Meister im Umgang mit Sprengstoff, definitiv kein Waschbär. Gamora, Adoptivtochter von Thanos, tödlichste Frau der Galaxie. Noch Fragen? Drax der Zerstörer, verurteilter Serienmörder und Held des galaktischen Krieges. Gern griesgrämig. Last und definitiv least, Peter Jason Quill. Das ist alles? Mehr hast du nicht geschrieben? Es gab ein Zeichenlimit. Sorry, Entschuldigung. Darf ich mal? Cadet Gold, was machst du denn hier? Das wissen Sie nicht? Wirklich? Hier steht's. Einweisung Gefangenenabfertigung. Weisen Sie mich dann ein? Bist du nicht ein bisschen jung für das Korps? Bist du nicht ein bisschen alt für diese Frisur? Ich muss das mit dem Captain abklären. Nein. Nein. Sie hat das definitiv genehmigt. Sie wissen doch, wie gründlich sie ist, wenn's ums Genehmigen geht. Wenn Sie gestatten, Sir, was Ihnen hier eher Kopfzerbrechen bereiten sollte, ist Vorschrift 7a zur Fußbekleidung von Häftlingen. Diese Jetstiefel sind eindeutig verboten. Die sind aber schick. Gute Arbeit, Cadet Gold. Super, so viel zu Plan B. Wir brauchen keinen Plan B, ich mach das schon. Nein, du machst hier gar nichts, Pirat. Ich mach das und jetzt kein Mucks mehr. Vorwärts, Häftlinge. Hey, pass auf die Jacke auf. Puh. Cadet Gold. Piraten, wie er genannt. Auswendig gelernt, Sir. Als erstes... Als erstes entschuldigst du dich. Wir sind legitime Geschäftsleute auf legitimer Geschäftsreise. Wir haben keine illegale Kreatur in illegalem Raum gejagt. Oder nachgeben. Diese Verhaftung ist doch ein einziger Witz. Erstens sollte kein Kind anwesend sein. Ich bin eine offizielle Rekrutin. Und zweitens bin ich sehr, sehr eng mit eurem Captain befreundet. Mhm. Alter Sack. Bleibt hier stehen. Gibt es ein Problem? Ja. Keine Glaubensenergie, kein Strom. Kein Strom, keine Eindämmung. Ein einziger Funke. Jetzt kümmern sich darum, Sie sagen... Sie haben keine Ahnung. Wie sollen Sie reparieren, was Sie nicht verstehen? Beruhigt den großen Einiger. Lass die Scanner nochmal laufen. Was zum Flak ist ein großer Reiniger? Großer Einiger Raker, Anführer der Kirche der... universellen irgendwas. Er trieb reglos durch die Quarantänezone. Anscheinend auf der Suche nach Gott. Wir haben ihn genauso aufgegriffen wie euch. Der Unterschied ist, dass ich den Captain kenne. Wie gesagt, wenn du dem Captain einfach nur mitteilst, dass ich... Mom hat ausdrücklich gesagt, sie will dich nicht sehen. Genau, Quill. Moment. Hat sie gerade Mom gesagt? Geben Sie zu, dass sie... Quill hat nie eine Tochter erwähnt. Verdammt! Oh. Oh. Quill! Peter! Halt dich irgendwo fest, Quill! Nein! Ist das etwa meine Flucht? Da bin ich mal sehr gespannt. Bist du da? Nova, Mädchen! Ja. Ich glaub schon. Ich schau nur kurz, ob ich... Halt durch! Hätte ich... Los, meine... Ich komme, rette dich! Jetstiefel! Oh, die Click-Time-Events sind Der ja auch ganz angenehm, muss ich sagen. Niki! Hey, Niki, freut mich, dich kennen zu... Oh. Okay, Niki, wir machen jetzt Folgendes. Du springst, packst meine Beine und dann kletterst du an mir hoch. Das klingt nicht nach... Vertrau mir, Kleine! Wir schaffen das! Siehst du? Ist doch weh! Komm schon! Kinderspiel! Komm schon! Zack! Und rauf! Sehr schön. Okay,
Das war ziemlich aufregend. Danke. Mom wäre enttäuscht, wenn ich meinen ersten Häftling verloren hätte. Deine Mom, hm? Komm schon, wir müssen hier weg. Verloren? Um die Ecke ist eine Schutztür, dort sind wir sicher. Da bin ich mal gespannt. Hier, hilf mir mal. Ja, ich helfe dir. Bereit? Gemeinsam. Auf 3, 2, 1. Ich hab gedacht, ich hab's rüber. Los, gut. Los! Okay. Wir müssen weiter. Hier lang. Kadett Nikki? Ich hoffe, ich finde ein paar Komponenten. Wow, ich wusste, dass mit dem Kirchenschiff was nicht stimmt. Wer angelt auf einem Schrottplatz nach Gott? Oh Mann, das ist schlecht. Schutztüren werden im Notfall aktiviert. Mit meinem Generalschlüssel kann ich sie bestimmt steuern. Rekruten kriegen bei euch Generalschlüssel? Nicht ganz. Gib mir eine Sekunde. Ich könnte vielleicht mit der Tür helfen, wenn die Handschellen weg wären. Vorschrift 3b. Niemals Fesseln entfernen. Komm schon, du brauchst meine Hilfe. Nein, du bist mein Gefangener. Und ich hab's im Griff. Offensichtlich. Okay, wir müssen einen anderen Weg finden. Und hier durch gibt's bestimmt keinen Weg? Ich hab hier da... Entferne doch besser die Handschellen, Mädchen. Bist du okay? Ja, alles gut. Und du? Oh, bestens. Okay, hier lang. Sollten wir nicht nach oben gehen? Zurück zu den anderen? Oh, endlich hier wieder unten mal ist noch eine Schutztür. Ey. Hatten wir nicht festgestellt, dass dein Spezialschlüssel nicht funktioniert? Wird er schon! Boah, das Feuer sieht richtig krass aus. Muss ich sagen. Soll das ein Witz sein? Ganz ruhig, du schaffst. Ich bin fast runtergefallen. Hab ich schon erwähnt, wie praktisch meine Jetstiefel jetzt wären. Okay. Ich krieg das hin. Ich will ja nicht hetzen oder so. Fast geschafft. Ja, geschafft. Hier durch. Bin mal gespannt, ob ich gleich meine Handschellen aufgenommen werde. Danke. Du warst auch nicht schlecht, Pirat. Nenn mich Star-Lord. Oder Peter. Oder, du weißt schon, Nova-Kadett Arschretter. Okay. Peter, okay, hör zu. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten von deinen Freunden. Dann fang mal mit den schlechten an. Deine Freunde wurden ins Gefängnis gebracht. Und was sind die guten Neuigkeiten? Sie sind nicht tot. Einer von ihnen ist anscheinend sogar richtig aktiv. Komm, dahinter sind wir sicher. Ja, wie ich vermutet habe, die Ohren ich werde müssen flüchten sein. Und jetzt werde ich wahrscheinlich dann meine Freunde befreien müssen. Sollen wir versuchen, mit deinem Dingsbums jemanden zu rufen? Wir brauchen keine Hilfe. Ich weiß, was ich tue. Hilf mir, das Feuer zu blockieren, damit wir durchkommen. Klar, aber es machen sich bestimmt alle Sorgen. Die Tochter des Captains wird vermisst. Die Tochter des Captains ist eine Chorsoldatin. Hilf ganz vorsichtig. Helfen kann ich, ne? Mach dir die Handschellen mal langsam weg, du Olle. Uschi, du. Da, siehst du? Eine niedliche Stimme hat. Mach dir keine Sorgen um mich. Das machen hier schon genug Leute. So. Kontrolle also, übernehmen. Nachdem ich hier der Erwachsene bin. Als Erwachsen hat meine Mom dich nicht gerade beschrieben. Wie Moment, ich hat kann da lang. Corell da mich ist doch denn beschrieben? Irgendwas im Looten. Ist das deine Vorstellung von erwachsenem Verhalten? In eine Sackgasse kriechen? Da sag ich doch, geil. Ich prüfe unsere Optionen. Das ist total erwachsen. Deine Optionen lauten, mir zu folgen oder für immer hier unten Outfit festzusitzen. Outfit Overlord gefunden, cool. Das ist immer das Gute. Wenn man alles erkundet, da findet man immer noch das höre ich oft. Kleine Schätzchen. Was ist denn das für ein Vieh? Ach. Trägt dieser Roboter etwa Make-up? Was? Oh, ja. Das ist Itz. Ich kenne alle Roboter hier unten. Sie sind sehen aus wie Hunde, Roboterhunde. Die meisten habe ich umprogrammiert. Und ihnen Gesichter gegeben. Vielleicht. Nein, hey, ich find's cool. Das gibt ihnen Persönlichkeit. Sehr cool. Komm, hier lang. Moment, da gibt's was. Okay, wow. Er ignoriert mich einfach und kriecht in eine Sackgasse. Zu deiner Information. Da hinten ist eine Fluchtluke, durch die ich problemlos entkommen könnte. Aber aus Respekt vor deiner Autorität werde ich sie ignorieren und dir folgen.
Weißt du, ich hatte in deinem Alter auch kaum Freunde. Okay, ich war im Gefängnis, aber trotzdem. Dann hat Mom also doch die Wahrheit gesagt. Es war ein Chitauri-Gefängnis. Ich war nur ein Kind. Ich habe so viele Fragen. Mädchen, brauchst du wieder Hilfe? Waren deine Eltern auch im Gefängnis? Nein, meine Mom ist gestorben. Mein Dad kannte ich nicht. Woher genau kennst du meine Mom? Wir haben zusammen im Krieg auf dem Merkur gekämpft. Sie war... ist... ein echter Hitzkopf. Und ein Kontrollfreak, ein Boss und eine Despotin. Du bist nur ein Kind, Nikki. Du weißt nicht, was gut für dich ist, Nikki. Steig nicht in die Rettungskapsel, Nick. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wirklich? Das ist ein neuer Tiefpunkt, Peter. Selbst für dich, Peter. Das ist eine Sperrzone, Peter. Ja, das ist sie. Wo willst du denn jetzt hin? Ich sehe nur nach, ob hier alles wirklich sicher ist. Vor dem, Feuer. Ich will looten. Na, wird's bald? Ja, halt die Klappe. Da ist er wieder ausgelootet. Kannst du wieder meckern. Und da kann ich auch gleich noch was nachgucken. Ich hab hier immer noch das Sagen. Aber natürlich. Das ist eine Sackgasse. Glaub mir. Wow, 120 Kronen. Glaub ich dir. Offensichtlich. Bist du sicher, dass das der kürzeste Weg zum Gefängnis ist? Ich dachte, du wolltest nicht ins Gefängnis. Okay. Vertrau mir einfach. Wenn das ein Versuch ist, vom Schiff deiner Mom zu fliehen, muss ich es wissen. Denn ich wäre vielleicht super interessiert. Oder auch nicht. Wir müssen nur unbedingt dafür sorgen, dass es nicht nach Entführung aussieht. Was? Nein! Nein! Oh, wow! Lach nicht! Nein, nein! Ich find's cool! Das ist ein Geheimversteck, stimmt's? Hey! Das ist der Merkur, stimmt's? Oh, wie süß! Es soll die große Schlacht darstellen, bei der Mom dabei war. Du hast... Hey! Geheimes Zeug! Zutritt verboten! Keine Erwachsenen! Schon klar. Wie auch immer, ich bin hier fertig. Wir sollten wahrscheinlich zurückgehen, bevor Mom so komplett austickt. Ja, ich kenne das, wenn deine Mom überreagiert. Ich bin nämlich kein Kind mehr, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst. Also, du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Falls du doch ein Gespräch mit meiner Mom führst... Kein Problem. Corell wird erfahren, was für einen super Job du gemacht hast. Nein, ich meine, danke. Aber eigentlich muss Mom nicht erfahren, dass ich überhaupt im Hangar war. Ich hab dich also nie gesehen? Ganz genau. Mich nicht. Meinen Generalschlüssel nicht. Vielleicht hast du von Nikki Gold gehört und dass sie cool ist. Aber mir nicht. Wir sind fast am Aufzug. Das Ziel ist erreicht. Brauchst du Hilfe? Ja! Geschafft! Mom? Ich kann's erklären. Das ist die Mutti. Nikki. Mir geht's gut. Mom, wirklich, alles okay. Kaum ein Kratzer. Was hast du dir bloß dabei gedacht? Schleißt dich mit einem Arresttrupp raus, treibst dich mit Kriminellen herum. Angeblich kriminell. Du wärst fast gestorben. Ist dir klar, wie viel Hausarrest das bedeutet? Mom, du hattest mir mehr Freiraum versprochen. Dazu gehört nicht, meine Offiziere zu belügen. Oder hinter meinem Rücken rumzuschleichen. Ist doch nicht meine Schuld, wenn da irgendein Schiff in die Luft fliegt. Sperrzonen heißen nicht ohne Grund Sperrzonen. Du behandelst mich wie eine Gefangene. Du bist ein Kind. Hörst du mir überhaupt zu? Oh, wow. Wir haben alle einen harten Tag hinter uns. Lasst uns mal tief durchatmen. Und uns eingestehen, dass wir alle Fehler gemacht haben könnten. Löscht das Feuer und sichert den Hangar. Ja, Commander. Und findet heraus, warum das Shuttle explodiert ist. Der große Einiger Raker zeigt sich nicht sehr kooperativ. Dann zwingt ihn dazu. Und ihr zwei kommt mit mir. Ich wusste, dass du überreagierst. Du reagierst immer über. Hier, frag Peter. Der findet das auch. Ach, sag bloß. Ist das so? Ich vermute, Peter hat Blödsinn geredet. Das passiert ihm häufig. Nur damit du es weißt, Nikki hat mir den Arsch gerettet. Sie hat sich super geschlagen. Du kannst wirklich stolz auf sie sein. Aus deinem Mund, Peter, bedeutet das so gut wie gar nichts. Wieso bist du so gemein zu ihm? Hör doch einfach zu, was er sagt. Es ist mir egal, was er sagt. Oberes Stockwerk, Quartier des Captains. Na endlich! Abriegelung. Abriegelung eingeleitet. Was, willst du uns umbringen? Theoretisch gehen diese Türen erst auf, wenn ich es sage. Ja, ich weiß, was Abriegelung heißt. Das glaube ich dir nicht, denn irgendwie umgehst du jede Sicherheitsmaßnahme auf diesem Schiff und ich will wissen, wie. Oder du zeigst es mir. Mom.
Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was du damit meinst. Abriegelung aufheben! Alle Systeme bereit machen! Aktivieren? Stimmmuster nicht autorisiert. Ich will nur helfen. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Du bist der Letzte, von dem wir Hilfe brauchen. Oh, du brauchst definitiv Hilfe, wenn du uns in einem Aufzug einsperrst. Keiner kommt hier raus, ehe du mir sagst, was ich wissen will. Du weißt doch schon alles. Nein, eben nicht. Ich weiß nur, dass du Gefahren anziehst. Und dass du dich immer wieder in Sperrzonen auf dem Schiff herumtreibst. Ich bin klein. Okay? Und ich passe überall durch. Damit kommst du aber nicht durch die Security oder die Kontrolle an der Hangarburg. Weißt du noch, dieser komplette Systemausfall? Ja. Ja, überall war die Security lahmgelegt und... Nein, war sie nicht. Also mir kam's so vor. Unterstützt du gerade ernsthaft die Lügen einer 12-Jährigen? 12? Oh wow, ich dachte, sie ist mindestens 16. Peter! Was denn? Sie kannte sich bestens aus. Sie ist ein cleveres Mädchen. Zu clever, sie umgeht immer die Security. Oder... Egal. Hast du neuerdings eine Stufe 6 Freigabe für mein Schiff? Dachte ich mir. Nicolette Gold, leer mal deine Taschen. Nein. Leer du doch mal deine... Ich habe immer noch Gefühle für dich. Wie bitte? Also nicht. So Gefühle. So Gefühle halt. Naja, die Explosionen, du und ich, was wir durchgemacht haben. Damals im Krieg. Da kommen viele Erinnerungen in mir hoch. Jetzt geht es aber wieder. Toll, wirklich. Kann ich jetzt weitermachen? Oh, interessant. Mom, glaub mir, ich verberge ehrlich nichts. Das würde ich nie tun. Mhm. Fortsetzung folgt. Abriegelung Ende. Abriegelung deaktiviert. Und kann ich jetzt bei der Hangarsicherung helfen? Nein, du gehst in dein Quartier und da bleibst du für die nächsten 30 Rotationen. Aber Mom, ich... Und wenn du willst, auf 30 Zyklen. Galaxiesprache. Was das auch zu bedeuten hat. Minuten, Stunden, Sekunden, keine Ahnung, Tage. Tja, harter Tag, hä? Gesprengte Shuttles, Unbefugte in der Quarantänezone, ein vermisstes Kind. Du hast ja keine Ahnung. Chewie. Ich kann nicht glauben, dass du ihn noch hast. Wahnsinn, dass er Merkur überlebt hat. Gefühlt 1000 Grad da. Und gefühlte 1000 Zyklen her. Du kannst ihn von mir aus behalten. Ist ja deiner. Ich hatte ihm gesagt, dass er auf dich aufpassen soll. Das soll er mal schön weitermachen. Vor allem jetzt, wo du eine Tochter hast, wie es aussieht. Eine 12-Jährige, die du im Krieg noch nicht hattest. Vor 12 Jahren, als wir... Peter! Als wir dein Schiff aufgegriffen haben, da war ich irgendwie aufgeregt. Also anfangs. Aber du hast dich kein bisschen verändert in all den Jahren. Kein Stück, du bist noch genauso... Ich hab mich verändert. Ich zahle die Strafe auf jeden Fall. Gib mir 3 Zyklen. Dann beweise ich dir, dass ich nicht mehr... Such dir aus, wie du den Satz beenden willst. Du willst 7000 Units bezahlen? In 3 Zyklen? Wow, also... Okay, das ist eine Menge Geld. Weißt du, ich hatte gedacht, dass wir vielleicht... Die Strafe ist nicht verhandelbar. Mein Suchtrupp hat eine bedenkliche Menge verbotener Tech gefunden. Die lag in deinem Schiff rum. Okay. Sonst aber nichts, oder? Okay. Du kriegst dein Geld pünktlich, gar kein Problem. Diese Wächter der Galaxienummer, die steht so kurz vor dem großen Durchbruch. Und wenn ich diese blöden Handschellen nicht anhätte, dann würde ich dir zeigen, wie kurz genau wir davor stehen. Das werde ich ganz bestimmt bereuen. Ach komm schon, wann habe ich dich je? Du wirst es nicht bereuen. Ich verspreche es dir. Die Musik ist so geil. Du hast 3 Zyklen, Peter. Nicht 4, nicht 5, 3.
Sag Bescheid, wenn du die Units hast. Und was, wenn nicht? Dann deaktiviert der installierte Chip euer Schiff. Und ihr kommt ins Gefängnis. Verstanden. Du kannst dich auf uns verlassen. Ja, dann werden wir mal die Kohle auftreiben, wa? Hey, Peter! Du wolltest die Sache doch regeln. Hab ich doch. 7000 Units, das sind 7000 Units? Das ist eine gewaltige Summe. Wo sollen wir in 3 Zyklen so viel Geld herkriegen? Wir könnten mal wieder eine Bank ausrauben. Okay, wir müssen Strafe zahlen. Und wenn wir das nicht innerhalb von 3 Zyklen hinkriegen, schaltet uns so ein Nova-Tracking-Teil die Triebwerke ab. Aber immerhin sitzen wir nicht in einem Gefangenentransporter. Noch nicht. Ach, kommt schon, Leute. Du bist Rex der Zerstörer, Mann. Du hast Thanos getötet. Heißt es? Haut dich so ein bisschen Bußgeld etwa um? Und Gamora, du bist praktisch eine MI6-Agentin, nur schärfer. Und cooler. Es gibt nichts, was du nicht kannst. Jetzt kommt's. Rocket, Mann, du bist ein Genie. Der gerissenste Kerl, den ich kenne. Aus wie vielen Gefängnissen bist du schon ausgebrochen? 7. 7. Ich bin Groot. Du bist Groot. Leute, wir sollten doch als Team denken. Wir müssen nur mal eruieren, wie pleite wir wirklich sind und dann einen Plan machen. Checkt mal eure Quartiere. Sucht zwischen den Sofakissen, guckt in der Werkstatt nach. Wenn noch irgendwo Units rumliegen, sammelt sie ein. Ich durchsuche auch mein Quartier. Na dann. Darum pennt man nicht mit Bullenquill. Jetzt haben sie mir mein Schiff vermint. Mein Schiff. So, meine Lieben, dann machen wir hier einen Cut. Danke fürs Zuschauen. Dann werden wir mal schauen, was jetzt die nächste Reise sein wird. Weil wir brauchen ja mehr hin, die 7000 Units, ne? Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Erstens bin ich weder ein